Wo kriegt man zu dem Preis Linsen für ein Jahr? Like. Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem weiteren Video von mir. Wie ihr gesehen habt, habe ich für euch heute nach wirklich super langer Zeit ein Kontaktlinsenvideo. Habt ihr ja schon gesehen. Und zwar, es geht da um Farblinsen. Ich trage ja schon länger keine, aber ab und zu vermisse ich das. Ihr wisst, früher, ich habe nie meine Natural Augen so getragen oder, ja, ihr versteht schon. Ja, aber, ja, ich habe es schon ein bisschen vermisst und dachte, ja, why not, als diese Company, und zwar, Multicolor Lab auf mich zukam und gemeint hat, hast du Lust, unsere Kontaktlinsen zu probieren, unsere Farbkontaktlinsen, habe ich natürlich gedacht so, ey, es wird mal wieder Zeit. Das ist jetzt das Zeichen, dass Victoria mal wieder Farblinsen tragen sollte. Und ich habe ja gesagt, dieses Video ist gesponsert bei denen. Also sie haben mir nur die Kontaktlinsen zugeschickt. Ich wurde nicht dafür bezahlt, euch das hier näher zu bringen. Und genau, jetzt zeige ich euch einen kleinen Ausschnitt, wie das Ganze ankam, als ich es ausgepackt habe, was die mir mitgesendet haben. Und wenn das dann durch ist, dann machen wir weiter mit dem Video. So Leute, die Linsen kamen in dieser wunderschönen kleinen Box, also sehr simpel. Multicolor Lab steht da drauf und so sieht das Ganze aus. Ich habe es auch echt nur mit euch zusammen ausgepackt. Ich habe hier so ein paar Sticker bekommen. Und zwar ganz schön viele, wie ihr sehen könnt. Wow, so viele Stickers. Wenn ihr auf Sticker steht, das wird was für euch sein. Und was dann noch drin war, war diese kleine Extra-Box, was ich richtig gut finde. Falls ihr noch andere Linsen habt oder so, in diesem kleinen Himmelspackung, würde ich schon fast sagen. Sehr, sehr süß. Und dann habe ich hier noch ein Eyeshadow bekommen, in so einem Glitzer, Mitzer, Silber, wie ihr sehen könnt. Voll nett, noch so ein Eyeshadow mit reinzupacken. Ja, sehr schön, sehr nice. Kleine Geschenke, darüber freut man sich immer. Und die Linsen selber kommen in dieser Verpackung. Wie ihr sehen könnt, 4 Stück in dieser Holographic-Packung, die ich wirklich sehr, 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 sehr schön finde. Voll süß, einzeln verpackt. Und ja, das macht schon was her, definitiv. Und man merkt auch, die Qualität dieser Verpackung ist einfach mal nice. Okay, es kommt nicht auf die Verpackung, aber die Verpackung ist trotzdem nice. Like, girl, die ist nice. Sehr, sehr schön, muss ich schon sagen. So Leute, ihr habt gesehen, ein paar kleine Geschenke waren da mit drin. Ich durfte mir 4 Kontaktlinsen aussuchen, das habe ich auch gemacht. Und die kamen, wie ihr auch gesehen habt, in diesen kleinen Päckchen. So sehen die aus. Voll süß, ey. Also wenn man auf so eine schönen, süßen Verpackungen steht, dann ist man hier richtig. Seht ihr so Hallo-Effekt? Genau, 4 Stück. Und in jedem, also ich packe das jetzt mal aus, in jedem kommen die Linsen. Man hat halt die Kontaktlinsen jeweils und ein Case dazu, was ich Bombe finde. Eigentlich, ja, so muss es auch sein, weil warum soll ich mir extra ein Case kaufen, wenn ich eure Linsen bestelle? Und meine Linsen, das Gute ist, die Linsen kommen auch in einer Stärke. Ihr wisst, ich trage Kontaktlinsen, weil ich normalerweise eine Brille trage. Ich habe so knapp minus 6 Doktrin. Ja, Hardcore, ich bin blind. Ja, auf jeden Fall, bei den Kontaktlinsen ist auch klar, also es war mir selber nicht lange so klar, aber es ist so, dass wenn ihr zum Beispiel eure Brille ist auf minus 6, ne, müssen die Kontaktlinsen 0,25 Doktrin weniger sein als das. Steht hier, ich habe sogar meine sind um 50 weniger, 0,50 weniger als das, was ich normalerweise trage, nur dass ihr Bescheid wisst. Genau, und die kommen halt auch in... Die kommen halt auch in Stärken oder auch halt auch ohne, wenn ihr keine Brillenträger seid, dann halt auch ohne. So kommen sie verpackt. Eine sehr gute, also sealed, darauf müsst ihr achten, dass die nicht irgendwie was ausläuft oder sonst irgendwas. Dann könnt ihr sie auf jeden Fall benutzen mit diesem Case. Da steht auch nochmal rechts und links drauf. Wenn, also es gibt ja Leute, besser gesagt meine Geschwister haben sowas, wo die beiden Augen unterschiedliche Doktrin haben. Das erstmal dazu, wir machen jetzt auch gleich weiter, dann teste ich die ganzen Kontaktlinsen, aber nochmal zur Firma selber, Multicolor Lab, hat halt so viel Auswahl, dass jeder, der Interesse an Farblinsen hat, da auf jeden Fall was findet. Also
jeder von euch, der auch mal, ich weiß nicht, als Kostüm oder auch so, ich habe es in meinem Alltag getragen. Meine Farbkontaktlinsen, für jeden ist halt einfach was dabei, okay? Für jeden. Jeder, der Bock hat, das mal zu probieren, auch einfach nur, sollte das mal probieren. Und das Krasse ist, deren Linsen halten ein Jahr. Das sind Jahreslinsen, ne? Zu diesen Preisen, like. Und nachher gibt es noch einen Code für euch. Also die haben ja schon so gute Preise. Dann gebe ich euch noch einen Code, like. Besser geht's nicht. Obwohl, ich gebe ihn euch jetzt schon. Lasst mich mal schauen. Mein Special Code ist einfach nur Victoria und ihr kriegt 20% auf eure Linsen. Mit meinem Code, ich blende das hier ein, aber ihr findet den auch nochmal unten. Und geht über meinen Link. Geht auf jeden Fall über meinen Link. Das ist ein Affiliate-Link. Jeder weiß, was ein Affiliate-Link ist. Geht über den Link, gönnt euch Kontaktlinsen. Ja. Genau. Ich lasse auch auf jeden Fall, wie gesagt, ich lasse euch die Infos da nochmal wegen dem Code Victoria, um 20% auf eure Linsen zu bekommen oder auf eure Bestellung zu bekommen. Unten findet ihr auch nochmal die Webseite und alle Links. Also alles Wichtige findet ihr auch nochmal unten. Ich glaube, jetzt habe ich genug gequatscht. Ja, wir sollten jetzt mal mit dem eigentlichen Video starten. Ach so, noch eine Sache, während ich Kontaktlinsen halt euch so zeige. Ich werde immer erstmal eine reinmachen, damit ihr diesen Unterschied seht. Und dann, ich gebe euch auch die Namen nochmal hier an, ne? Also die Namen hintereinander weg, wie ich die jetzt anprobiere. Okay, let's go. Okay, let's go. So, Leute, das ist die erste Farbe, die ich drin habe, die erste Kontaktlinsen. Und ja, ihr seht, ich habe es extra so gemacht, dass ihr sehen könnt den Unterschied zwischen meinen eigentlichen Augen und dieser Farbe. Also wenn ihr so dunkle Augen habt wie ich, dann würde das Ganze so hier aussehen. Ich mache jetzt die andere Linse noch rein. So sehen die Augen jetzt gerade beide aus. Jetzt sind beide Linsen drin. Ich zoome mal jetzt ein bisschen raus, dass ihr so ein Gesamtbild habt davon. Das ist auch Natural Light, ne? Ich nutze keine Ahnung was, Licht. Ich werde hier auch nochmal ein Bild hin tun, dass ihr sehen könnt, wenn ich jetzt so ein Foto mache mit Natural Licht einfach. Es ist nochmal was anderes, so ein Video oder so ein Foto. Genau, und dann seht ihr das, wie das rüberkommt. Ich habe da so ein Selfie gemacht, ne? Nicht wundern. Ich habe ein Selfie gemacht mit natürlichem Licht und ein Selfie mit Blitz. Dass ihr das nochmal seht, wenn Blitzlicht an ist. Aber ja, das ist die erste Farbe. Es ist schon, also ich habe nur Brauntöne genommen, werdet ihr auch gleich sehen. Also ja, das ist so die erste Farbe. Es ist schon krass, also... Es ist krass. Aber ja, sie fühlen sich gut an. Die haben auch eine, also sie sagen von sich, sie haben eine super Qualität. So, da ich Kontaktlinsenträgerin bin, finde ich auch die Qualität sehr gut, weil, was ich nicht mag, es gibt Linsen, die dick sind. Die sind dünn. Das heißt, man wird nicht allzu viele Probleme damit haben. Mit jedem Linsen hat man leider Probleme, sobald ein Haar raufkommt, Make-up reinkommt oder. Aber mit denen, dadurch, dass sie dünn sind, werden mir, glaube ich, keine großen Probleme machen. Einmal die. So, jetzt trage ich mal die nächsten. So, Leute, das sind die nächsten. Das ist die nächste Farbe. Ihr seht den Unterschied. Die Farbe meiner Augen. Ich gehe mal noch näher ran. Und ich filme bei Tageslicht, ne? Das ist Natural Lighting. Und ich muss sagen, die gefallen mir sehr. Die wirken sehr natürlich. Dadurch, dass sie nicht zu hell sind. Und ihr seht ja, den Unterschied zwischen meinen eigentlichen Augen ist nicht so, so groß. Die sind sehr, sehr natürlich. Und das Gute ist, finde ich, bei denen, die haben auch keinen dunklen Rand oder sowas. Das finde ich halt sehr, sehr gut. Ich mache jetzt noch die zweite rein und dann zeige ich sie euch. So, jetzt sind beide drin. Natural Lighting, also die gefallen mir sehr, sehr, sehr gut, muss ich sagen. Die gefallen mir sehr, 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 sehr gut. Auch hier seht ihr hier drüben zwei Bilder, einmal mit Blitz und einmal ohne Blitz. Und ja, ich finde die sind echt nice. Die gefallen mir sehr, sehr gut. Vielleicht trage ich sie direkt heute. Die haben voll was. Wow, die liebe ich.
love diese. So Leute, das sind jetzt die dritten Linsen. Ihr seht den Unterschied. Meine Augen, die Linse. Guck mal direkt in die Kamera, dass ihr das sehen könnt. Auch die Linsen haben hier so ein Drumherum-Dingens hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, die mit sowas drumherum sehen weniger natural aus. Aber ich trage jetzt mal die. Also ich mache jetzt die zweite rein und dann nicht wundern, meine Augen tränen, weil ich die ganze Zeit Linsen rein und raus mache. Aber hier seht ihr mal, beide drinnen. Die gehen eigentlich, die sehen gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. Aber die sind halt sehr intensiv. Ey, so eine Linse habe ich vorher immer getragen, jeden Tag, period. Hat mich nicht interessiert, nicht gejuckt, was wer sagt. Sollte euch auch nicht jucken, wenn ihr die Linsen tragen wollt, tragt sie immer und jeden Tag, wann immer ihr auch wollt. Aber das sind auf jeden Fall diese Linsen. Natural Licht. Und auch da packe ich jetzt hier zwei Bilder hin. Einmal mit Blitz und einmal ohne Blitz. So, und dann trage ich jetzt gleich die vorletzten noch. Und ihr habt mitbekommen, die sind alle braun. Ich mag keine anderen Farben außer braun. Ich habe alle verschiedene braunen Linsen. Also verschiedene Styles von braun habe ich bestellt. Genau. So, das sind die letzten Linsen, die ich drin habe. Meine Augen, die Linsen. Ihr seht den Unterschied. Natural Light. Ich guck mal nach da und ich guck nach oben. Die sehen auch nicht schlecht aus, muss ich sagen. Die gefallen mir auch eigentlich ganz gut. Weil die sind auch nicht zu intensiv. Ne? Das finde ich ganz gut. Ich mache mal die zweite Linse rein. So, jetzt habe ich beide drin. Seht ihr das? Die leuchten voll. Doch, die sehen echt nicht schlecht aus. Jetzt sind beide drin. Die kann man sich mal gönnen, ganz ehrlich. Die haben so leicht was Lilanes, muss ich sagen. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Wo ich habe nur Brauntöne genommen, wie gesagt. Selbst Lilane gibt es. Es gibt, ich sag euch, diese Seite hat so viele verschiedene. Für jeden ist auf jeden Fall was dabei. Wenn ihr auf mal eure Augen verändern wollt, mal, keine Ahnung, ob ihr es einfach so machen wollt. Für ein Kostüm, für das, für jenes. Ich sag nur, gönnt euch. Und Jahreslinsen. Und was ich jetzt auch gerade gesehen habe bei der einen Verpackung, ihr werdet, also ihr seht es ja dann auch drauf, bei der einen Verpackung, die Gültigkeit dieser Linsen, ne? Expiry Date ist hier, Expiry Date, Leute, ist hier der 27.03.2025. Das heißt, wenn ihr das nicht angebrochen habt, ne, das nicht aufgemacht habt, ihr bestellt euch mehrere zum Beispiel und wollt erstmal die einen tragen, ihr müsst die anderen nicht schon aufmachen. Die halten einfach von jetzt bis 2025, das ist in 3 Jahren. Okay, wir haben so gut wie 23, gut dann 2. Ihr könnt die Linsen einfach so lange behalten, wenn ihr mehrere bestellt, wie ich schon gerade gesagt habe. Das finde ich richtig nice. Und ich glaube, das zeugt auch nochmal von der guten Qualität. Sonst könnte man die ja nicht so lange behalten, wenn die Qualität so schlecht ist und so. Like. Naja, auf jeden Fall genau das dazu. Ja, die Linsen hier gefallen mir. Die behalte ich jetzt auch einfach mal drinne. Dann war es das eigentlich auch schon mit dem Video, weil ich habe euch das alles vorgestellt. Vergesst nicht, mit meinem Code bekommt ihr 20% auf eure Bestellung. Geht über den Link, der unten ist. Ich mache das nochmal hier. Ich zeige euch das nochmal hier. Victoria, 20% auf eure Bestellung. Und ihr seht die Linsen. Also wenn ihr Bock habt auf ein paar neue Augen. Es gibt sogar Leute, die ihre Augen operieren lassen. Also so... Ja, sich neue Farben machen lassen, was super gefährlich ist. Da sind ein paar Linsen. Nix. Und die haben halt für alle was. Leute, die keine Brille tragen, Leute, die eine Brille tragen. Also, wieso das Risiko eingehen, so eine teure Operation, wo man erblinden kann, als wenn man so ein paar Linsen trägt. Like. Also, kann ich euch nur empfehlen. Also gönnt euch, Leute, die Linsen von Multicolor Lab, weil... Also ich liebe Linsen, die einfach auch so lange halten. 1 Jahr, Leute. 1 Jahr. Wo kriegt man zu dem Preis Linsen für 1 Jahr? Like. Hä? Naja, auf jeden Fall, Leute, gönnt euch. Also, ich empfehle sie euch wirklich. Gönnt sie euch. Und ja. Ihr findet nochmal alle Infos zu den Kontaktlinsen unten. Ihr findet nochmal aufgereiht, welche ich wie angezogen habe, also hintereinander weg, sodass ihr euch die Farben gönnen könnt. Und genau,
Ich danke nochmal Multicolor Lab fürs Zusenden der Linsen. Vielen, vielen Dank. Mir gefallen die Linsen alle soweit. Manche mehr, manche weniger, aber ist auch klar. Ich finde die toll und die zweiten waren Bombe. Ja, und dann würde ich mal sagen, Leute, das war's mit dem Video. Wenn euch solche Videos gefallen, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben, dass ich weiß, dass ich mehr so eine Videos machen soll, kooperieren soll mit Firmen und hast nicht gesehen. Und genau, vergesst nicht, unten meinen Kanal zu abonnieren für nochmal tolle Videos. Und ja, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns einfach in meinem nächsten. Peace!